Welche Vorstellungen verbinden Sie ganz allgemein mit dem Begriff der Sexualität und im Besonderen mit der Sexualität im Alter? Ja, ich glaube, Sexualität ist ein sehr wichtiger Bereich im Leben der Menschen generell. Und jetzt nicht nur für Jüngere, das müssen wir hier mal klar sagen. Es ist so, dass die Sexualität beginnt schon mit der Geburt, vielleicht sogar schon im Mutterleib, und dass sie endet mit dem Tod, dass über das gesamte Leben eines Menschen die Sexualität eine Rolle spielt. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den wir einfach mal sehen müssen. Sexualität ist auch Teil der Persönlichkeit eines jeden Menschen. Es ist geradezu auch persönlichkeitsbildend. Für mich ist Sexualität natürlich auch Kommunikation im allgemeinsten Sinne. Und die ist besonders wichtig, auch jetzt für Menschen, die noch keine Sprache haben oder die keine Sprache mehr haben. Die können sich über die Sexualität mitteilen. Hier müssen wir natürlich auch verstehen, dass Sexualität nicht nur beschränkt ist auf den Geschlechtsakt, auf die Genitalien, sondern dass auch Berührung schon ein wichtiger Teil der Sexualität ist. Und das ist insbesondere wichtig für Kleinstkinder. Über die Berührung kommunizieren sie mit der Mutter und auch mit ihrer Umwelt, mit anderen Menschen. Und darüber entwickelt sich auch die Sexualität. Aus der basalen Stimulation wissen wir sogar, dass auch im Mutterleib das schon sich beginnt zu entwickeln. Und das hört nicht auf, wenn ein Mensch ins Alter kommt, wie in unserer Gesellschaft leider häufig immer geglaubt wird. Die Sexualität spielt auch bei alten Menschen und auch bei sehr alten, bei hochaltrigen Menschen eine große Rolle. Sicherlich ist es so, dass sich die Sexualität im Laufe des Lebens eines Menschen verändert. Wir können vielleicht sagen, dass im hohen Alter vielleicht der Geschlechtsakt als solcher nicht mehr die gleiche Bedeutung und die gleiche Rolle spielt wie bei jüngeren oder jungen Menschen. Aber auch das spielt manchmal noch eine Rolle, das haben wir immer wieder erlebt. Was aber hier besonders wichtig ist, sind andere Formen von Sexualität, die jetzt mit Berührung viel zu tun haben, mit dem Austausch von Zärtlichkeit, dass hier Gefühle eine Rolle spielen, mehr als noch in jüngeren Jahren, dass diese Dinge nicht aufhören. Und dass so gesehen Sexualität eben immer auch Kommunikation ist, Austausch ist, ein Geben und ein Nehmen. Und gerade bei demenzerkrankten Menschen erlebe ich das oder habe ich das ganz häufig erlebt im Seniorenheim, dass wir oder vor allem ich als Mann habe ja Privilegien gehabt, weil das Seniorenheim weiblich ist, zu 80%. Bei uns waren sogar 82% Bewohnerinnen, nur 18% Bewohner hatten wir. Und da bekam man immer wieder viel Zärtlichkeit, Küsse, zärtliche Berührungen, Kopf an Wange, an Arm. Und der demenzerkrankte Mensch hat dieses Bedürfnis, eben diese Zärtlichkeiten auszutauschen. Er braucht jemanden, der Adressat ist für diese Zärtlichkeiten. Und er möchte natürlich auch das empfangen, das ist ganz klar. Deshalb konnte ich das in anderen Zusammenhängen auch immer wieder beobachten, dass bei alten Menschen Sexualität eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Wir müssen uns nur darüber einig sein, dass es vielleicht nicht immer die gleiche Form der Sexualität ist, die in jüngeren und jungen Jahren eine Rolle spielt. Wie haben sich Ihrer Meinung nach die Einstellungen in der Gesellschaft gegenüber der Sexualität in den letzten Jahrzehnten verändert? Ja, wenn wir jetzt mal so die letzten 60 Jahre uns vergegenwärtigen, können wir schon sagen, dass hier eine wesentliche Veränderung eingetreten ist. Wenn man mal guckt in 50er, 60er Jahre, die waren richtig brüde, puritanisch, Sexualität, wie überhaupt Gefühle, wurden nicht offen ausgelebt, die wurden zum Teil auch verdrängt. Und gegen diese Mechanismen hat dann ja auch die Studentenbewegung gekämpft. Sie hat insbesondere neben der politischen Befreiung
ging diese Befreiung einher ja auch mit einer sexuellen Befreiung. Übrigens gab es in der Zeit auch noch andere Befreiungen, die Befreiung des Todes, auch darüber wurde erstmals geredet. Wenn ich erinnere an Cicely Saunders, das erste moderne Hospiz in England entstanden. Oder Elisabeth Kübler-Ross hat hier ihr Buch geschrieben, dieses bedeutsame Buch, das in, ich glaube, in 30 Sprachen übersetzt wurde, weltweit Bestseller gewesen ist, Interviews mit Sterbenden. Über Sterben und Tod wurde geredet. Auch Sterben und Tod wurde befreit. Also es war eine Zeit der Befreiung, das können wir sagen. Und auch die Sexualität wurde befreit. Und man hat diese Sexualität auch dann gelebt in dieser Zeit. Und ich denke, davon profitieren wir auch heute noch. Das müssen wir auf jeden Fall sagen. Jetzt ist diese Befreiung aber nicht angekommen. Bei alten Menschen und bei sehr alten Menschen. Man glaubte bislang immer, dass die Sexualität aufhört, wenn das Alter beginnt. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ich glaube, es gibt Indizien dafür, dass auch jetzt die Sexualität Einzug erhält ins Alter, dass sich jetzt die Sichtweise ein Stück weit auch verändert, was wir nur begrüßen können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und paradoxerweise ist es ja gerade so, dass die Studentenbewegung damals diese erste sexuelle Revolution quasi wesentlich geleistet hat. Und dass diese Generation jetzt sozusagen ins Alter eintritt. Die Protagonisten von damals sind jetzt alle so zwischen 60 und 70 Jahre. Wir können vielleicht hoffen, dass diese Menschen, die ihre Sexualität nicht verdrängt haben, offen gelebt haben, dass die jetzt vielleicht noch eine zweite sexuelle Revolution in die Wege leiten und auch das Alter befreien von puritanischen Denkweisen, sodass auch jetzt im Alter vielleicht da eine andere Sichtweise sich entwickelt. Das wäre zu hoffen und zu wünschen. Die Befreiung, das müssen wir hier noch sagen, ging teilweise auch sehr weit. Es ist so, dass natürlich auch in der Zeit, in der sich die Sexualität befreit hat, so die Pornografie sich zunehmend entwickelt hat. Dagegen ist zunächst vielleicht nichts einzuwenden. Aber wir müssen auch sehen, dass die Pornografie der Sexualität teilweise im Wege steht, teilweise behindert. Dass es manchmal dazu kommt, dass die Sexualität gar nicht mehr jetzt ausgeübt wird von Mensch zu Mensch, sondern dass Menschen hier mit Dingen Sexualität ausüben, praktizieren in Form von pornografischen Videos, wo sie vor Bildschirmen sitzen und jetzt Autosexualität haben, beziehungsweise mit der Dingwelt sozusagen, mit Phantomen, die sie sehen auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Und das ist etwas natürlich, was die Sexualität problematisch erscheinen lässt. Ab welchem Alter würden Sie als Soziologe von älteren oder alten Menschen sprechen, wenn es um sexuelle Bedürfnisse und Aktivitäten geht? Ja, also im Allgemeinen macht es natürlich schon Sinn, dass wir differenzieren zwischen jungen Menschen, zwischen älteren und alten Menschen. Aber gerade jetzt mit Blick auf die Sexualität würde ich hier gar nicht differenzieren wollen, weil Sexualität kein Alter kennt. Sowohl der ganz junge Mensch hat Sexualität, übt Sexualität aus, als aber auch der ganz alte Mensch in ähnlicher Weise. Was wir hier sagen können, was sich verändert, sind die Formen der Sexualität. Die unterliegen natürlich mit dem Älterwerden einer Veränderung. Das ist schon klar, das will ich damit auch schon differenzieren insoweit. Aber auch das, dafür würde ich mich einsetzen, dass auch das als Sexualität bezeichnet wird. Wenn es nämlich darum geht, dass jetzt bei älteren und alten Menschen es durchaus auch noch um geschlechtliche Sexualität geht, dass der Geschlechtsakt hier durchaus noch eine Rolle spielt, aber vielleicht nicht mehr in gleichem Maße wie für einen jüngeren oder jungen Menschen. Die Sexualität verändert sich ein Stück weit hin zur emotionalen Sexualität.
die ist für den älteren Menschen und alten Menschen ebenfalls ganz wichtig. Der Austausch von Zärtlichkeiten, der Austausch von Gefühlen, Berührungen. Das, was wir heute jetzt neuerdings kennen seit einigen Jahren, Sexualassistentinnen, die sich ja eben auch Berührerinnen nennen, das finde ich ein sehr schöner Begriff, der gerade jetzt für alte Menschen und hier insbesondere natürlich, das müssen wir sehen, für demenzerkrankte Menschen ganz wichtig ist. Da kommt's, da geht's viel, läuft über Berührung. Die Kommunikation läuft über Berührung. Insofern ist Sexualität natürlich Kommunikation. Weil gerade der Demenzerkrankte nur noch über diese Art der Kommunikation verfügt. Er hat seine Sprache verloren, die Wörter vergessen. Aber wir können sagen, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Kommunikation hat. Es ist so, dass das ein universelles Bedürfnis ist. Auch der Mensch, der keine Sprache mehr hat, teilt sich mit. Er teilt sich mit über Berührungen, er teilt sich mit über sich wiederholende Bewegungen. Deshalb sind das gerade die Menschen, die so eine ungeheure Motorik entwickeln. Die weglaufen, hinlaufen, andere Formen sich wiederholender Bewegungen machen. Ich könnte hier ganz viele Beispiele nennen, die ich in unserem Haus sehen konnte. Alles von Menschen, die keine Sprache mehr haben, und das ist ihre Kommunikation. Und sofern es über Berührung läuft, ist das auch immer auch sexuell konnotiert. Wie erleben Sie den Umgang mit dem Thema Sexualität und Alter in der heutigen Medienlandschaft? Was hat sich hierbei im Vergleich zu früheren Zeiten verändert? Ja, also ich muss schon sagen, dass dieses Thema der Sexualität überrepräsentiert ist, in der Werbung vor allem, wenn es darum geht, Waren zu verkaufen. Da muss man sagen, dass das immer einhergeht mit sexualisierten Bildern von halbnackten, jungen, gut aussehenden, attraktiven Menschen, wo die Sexualität in Anspruch genommen wird, um die Waren besser verkaufen zu können. Und offensichtlich hat man damit ja auch Erfolg. Also wir können sagen, dass jetzt unsere Wirklichkeit zunehmend sexualisiert wird. Das haben die französischen Philosophen zum Anlass genommen, davon zu sprechen, dass unsere Wirklichkeit eben durch und durch infiziert ist mit Sexualität, mit sexuellen Bildern, mit pornografischen Bildern. Und der Roland Barth, ein Soziologe aus Frankreich, hat geäußert, im Vergleich zu asiatischen Kulturen, hat er so sinngemäß gesagt, in Japan ist der Sex noch im Sex. Und hier bei uns ist der Sex nicht mehr im Sex, aber überall in der Wirklichkeit. Ein anderer Soziologe und Philosoph, Michel Foucault, hat die These aufgestellt, es gab niemals eine Verdrängung der Sexualität, sondern umgekehrt vielmehr der Zwang, darüber zu reden. Und die Diskursivierung der Sexualität sei sozusagen an die Stelle der sexuellen Praktiken getreten. Mit anderen Worten, wir üben diese sexuellen Praktiken nicht mehr aus, sondern wir reden darüber. Jean Baudrillard hat das dann nochmal übersteigert und hat vom Ende der Sexualität gesprochen, weil eben wir heute in dieser pornografischen Welt leben. Wir haben die Sexualität überreizt, dergestalt, dass wir heute uns lieber pornografische Bilder anschauen, als sexuelle Praktiken auszuüben. Das nur mal so weit zum philosophischen Teil. Aber wir müssen natürlich jetzt auch sagen, die Sexualität als solche ist wichtig und ist für alte Menschen wichtig. Was ich hier besonders wichtig finde, ist, es gab im Jahre 2008 einen Kinofilm, der damals großes Aufsehen erregte, einen Film von Andreas Dresen, Wolke 9 ist, glaube ich, bei vielen bekannt, wenn auch vielleicht jetzt ein Stück weit in Vergessenheit geraten, weil die Medien davon nicht mehr berichten und weil die Wirkung paradoxerweise auch ein Stück weit abgeflacht ist. Der Film zeigt, das sollte man vielleicht sagen, jetzt ältere Menschen, die im fortgeschrittenen Alter, ich glaube, der eine Protagonist war 76 Jahre, seine Freundin
war 10 Jahre jünger, ich glaube 65 oder 66. Und sie haben im Alter eine Beziehung aufgebaut und haben Sexualität gelebt, sexuelle Praktiken ausgelebt, aber auch viel Zärtlichkeit. Das war ein Bild, das man vorher so nie gesehen hat. Und dieser Film machte einfach Hoffnung, dass jetzt vielleicht dadurch ein Stück weit ein anderes Bild sich durchsetzen könnte vom Alter, eben in der Gestalt, dass eben auch alte Menschen Sexualität haben können und das Alter nicht mehr als asexuell gesehen wird. Das habe ich sehr begrüßt, diesen Film, der hat mir also außerordentlich gut gefallen. Es ist schade, dass es bislang keine nachhaltigere Wirkung gezeigt hat. Wir waren in Berlin unterwegs und haben zahlreiche junge Menschen hinsichtlich ihrer Einstellung zu einer Sexualität im Alter befragt. Dabei ist im Ergebnis herausgekommen, dass ein Großteil dieser jungen Menschen sich gar nicht vorstellen konnte, dass alte Menschen sexuell aktiv sein könnten. Wie lässt sich dies Ihrer Meinung nach vor dem Hintergrund einer stark sexualisierten Gesellschaft erklären? Ja, ich denke, dass das sehr viel zu tun hat mit den Vorstellungen, die wir haben vom Alter, von alten Menschen. Und da passt eben auch nicht rein, dass alte Menschen attraktive Körper haben, dass diese Menschen Sexualität haben. Die Vorstellung macht sich oder hat sich breit gemacht, dass nur junge und jüngere Menschen Sex haben können. Und ich bin da ziemlich sicher, dass das von der Wirkmächtigkeit einer bestimmten Sichtweise herkommt, nämlich dem Defizitmodell vom Alter, das inzwischen ja längst widerlegt ist, aber in den Köpfen der Menschen nach wie vor wirkmächtig ist und seine Wirkungen eben auch dergestalt in diesen Überzeugungen eben sich niederschlägt. Und das Defizitmodell vom Alter geht davon aus, dass der Alterungsprozess ausschließlich defizitär gesehen wird. Also der fortschreitende Prozess des Alterns ist ein Prozess des kognitiven und körperlichen Abbaus, ein reiner Abbauprozess. Es werden hier nicht die Privilegien und die Kompetenzen gesehen, die ein alter Mensch eben mit sich bringt. Es wird ausschließlich nur unter negativistischer Sicht der Prozess des Alterns gesehen. Und weil das so gesehen wird, kann man sich auch nicht vorstellen, dass alte Menschen noch Sexualität haben können. Auch der Körper des alten Menschen wird als unschön angesehen. Das gehört mit zu diesem Bild vom Alter, das wir haben. Und das geht so weit, dass selbst alte Menschen eben diese Vorstellungen verinnerlicht haben und sich selbst sozusagen stigmatisieren. Und sie beschreiben sich selbst als asexuell, aber erleben tatsächlich sich ganz anders. Sie haben Bedürfnisse nach Austausch, nach Sexualität, nicht nur jetzt nach Zärtlichkeit, nach emotionaler Sexualität, sondern selbst auch nach körperlicher Sexualität, aber aufgrund der Wirkmächtigkeit dieses Defizitmodells vom Alter sind selbst alte Menschen nicht in der Lage, das anders zu sehen. Und das bedeutet, dass es hier, dass das ein Bild ist, das sich fest verankert hat in den Köpfen. Und hier müsste also sehr viel getan werden, um das zu verändern. Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Bild vom Alter, wo man auch die Privilegien sieht, die Kompetenzen, die ein alter Mensch hat. Das heißt, wir müssen den Alterungsprozess nicht nur oder dürfen ihn nicht nur defizitär sehen, sondern wir müssen hier auch ressourcenorientiert vorgehen. Es gibt Ressourcen beim alten Menschen und es gibt sogar ganz viele Ressourcen beim demenzerkranken alten Menschen. Und das wird in unserer Gesellschaft nicht gesehen und da müssen wir ansetzen, um etwas zu verändern. Das wäre ganz wichtig. Und da möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf diesen sehr schönen Film von Andreas Dresen.
Folge 9, da wird in diesem Film ja ein ganz anderes Bild vom Alter vermittelt, wo alte Menschen aktiv sind, nicht passiv, sondern viele Dinge tun, unter anderem auch sexuelle Beziehungen eingehen, Sexualität leben, körperliche Sexualität, emotionale Sexualität. Wir sehen in diesem Film sehr viel Zärtlichkeit. Und Andreas Dresen wurde gefragt nach der Motivation seines Films, warum er diesen Film gedreht hat. Und daraufhin hat er gesagt, es hat ihn angeödet, dass es in unserer Gesellschaft immer mehr alte Menschen gibt, aber dass überraschenderweise die Bilder vom Alter vollkommen fehlen. Und diese Bilder vom Alter, da meinte er insbesondere die Bilder von Liebe und von Sexualität. Und das war die Motivation, diesen Film zu machen, wo er endlich mal zeigen wollte, dass Liebe und Sexualität nicht ab einem bestimmten Alter aufhören zu existieren, sondern bis zum Ende weitergehen. Gibt es Faktoren oder Lebensereignisse, die Ihrer Meinung nach die Sexualität älterer Menschen nachhaltig beeinflussen können? Ja, sicherlich gibt es verschiedene Faktoren, die jetzt dazu führen, dass Sexualität nicht offen ausgelebt werden kann. Das spielt natürlich eine große Rolle, die Erziehung, die Pädagogik, in welcher moralischen Verfassung war die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt, als die heute alten Menschen junge Menschen gewesen sind. Und da müssen wir sagen, dass die heute sehr alten eben doch eine sehr puritanische Erziehung hatten, wo Sexualität aufgefasst wurde als was Böses, was Schlimmes. Das wurde so vermittelt und dass diese Menschen zunächst mal ihre Sexualität nicht offen ausgelebt haben und manche das auch so beibehalten haben bis ins Alter. Und deshalb eben sexuelle Dinge immer eher dazu neigten zu verdrängen, wie überhaupt auch Gefühle man nicht offen äußerte. Auch das gehört mit in diesen Kontext, das wurde verdrängt. Dann ist es aber auch einigen Menschen gelungen, sich davon zu befreien. Und durch die 68er-Bewegung ist da hier eine deutliche Liberalisierung eingetreten, ein offener Umgang mit Sexualität. Und jetzt ist da zu erwarten, demnächst, wenn es nicht schon der Fall ist, kommt diese 68er-Bewegung von damals eben auch ins Alter. Und da dürfen wir hoffen, dass jetzt ein angemessenerer Umgang mit Sexualität sich vollziehen wird, auch im Alter. Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen ihre Sexualität im Alter ausleben. Und dass es dann vielleicht auch dazu kommt, dass das bislang wirkmächtige Defizitmodell vom Alter zumindest ein Stück weit korrigiert werden kann. Das wäre aber die Voraussetzung, dass eine andere Sichtweise sich niederschlagen kann mit Blick auf die Sexualität von alten Menschen.